Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich bin kurz zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. In der letzten Folge haben wir Son Goku von Son Gokus Haus nach dem Kami ausgebracht. Und ja, weil wir halt von den Cyborgs flüchten wollen, weil die wollen ihn töten. Und das ist jetzt nicht so gut, weil wir können jetzt nicht Kakarot töten in dem Spiel, das Kakarot heißt. Ne? Das ist der einzige Grund. Ne? Und ja, Piccolo hat mit Gott fusioniert und ist jetzt voll der Imba über Namekianer und im Moment stärkste Charakter in der Serie. Und ja, ja, komm, warum nicht? Vielleicht können wir ein nettes lernen. So, warte mal, in Level 40. Ich bin Level 40. Ultimative Schnellfeuer Kiebel. So, komm. Ich soll noch ein bisschen Tension aufbauen für die Story. Komm. Ja, gut, ist mit Piccolo dauern diese Kämpfe nicht so lange, weil wir Folgendes haben. Wir machen einfach den ja die ganze Zeit. Und dann treffen wir nämlich nicht alles und das macht Schaden. Anscheinend nicht so viel, aber. Ja, voll billig, ey. Und ja. Was? Okay, für diese Kämpfe bin ich mir jetzt nicht so schade. Oh, ich könnte sogar das hier lernen. 45, aber nee, komm, lass. Ich will jetzt nicht zu überpowered sein, ne? Soll noch ein bisschen Herausforderung und so sein, ne? Port habe ich jetzt gerade super Schnellfeuer, ultimative Schnellfeuer Kiebel, ne? Gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen hochleveln können. Falscher Knopf. So. Na, oh. Ah, kann ich noch nicht. Ja. Gut, dann machen wir uns auf und machen die Story weiter. Hey, warte mal, warum ist denn das rot? Muss ich für jeden Charakter einzeln irgendwie die Farbe ändern? Warum ist so aggressiv irgendwie? Aber er hat einen Führerschein, also ja. Machen wir uns auf zur Bedrohung, um sie abzuwenden. Wir sehen sehr bedrohlich aus auf diese Weise. Tada. Stell dir mal vor, du kommst mit so einem Auto angewiesen. Na warte, jetzt ist, wow. Oh cool. Hat sogar so gemacht. Krass. Boah, was? Okay, das ist mal Energie. Na, awesome. Er sieht awesome aus. フリーザの気も感じられる。何者だ貴様。教える必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。ピッコロ大魔王。
Klingt der echt in der ersten Form so? Habe ich irgendwie anders in Erinnerung? Norio Wakamoto. Wer ja, hoffentlich auch die gleiche Person ist. Komm mal her, du. Oh Gott, nun kam er ja. Na, komm mal her. Ich verwandle nicht mal. Vergesst vor, dass ich das sogar machen muss. So lang. Ich dachte, ich würde sein. Was? Das ist meine Attacke. Ja, okay, das ist der. Spätestens an dem Schrei habe ich das gerade erkannt. Nur keine Ahnung, so die ersten Sätze, die er von sich gegeben hat, die klingen irgendwie merkwürdig. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Warum? Oh Gott. Nicht schon wieder. Ich bin exakt gleich an dem Dr. Gero mich die ganze Zeit fertig gemacht hat, ey. Ich kann eigentlich die ganze Zeit den Angriff spammen. Was sollen die gegen den machen? Ne? Ah. Nein, nein, nein. Oh. Warum? Hat ich aber durchgekriegt, glaube ich. Keine Ahnung. Nein, nicht absorbieren. Von mir ausgewichen. Und ich habe kein Key. Aber du bist tot. Ich glaube noch weiter. Nase Son Goku ja Freezer tachi no ki o motsu. いいだろう。どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル。人造人間。ドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔 ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな。すでに必要な細胞は集まり研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな。 ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵から巣をなるまで3年間かかったのは。一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なるで。なるほど。
では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それは人造人間17号と18号だ。 何？ところは私のこの世界と私の未来にはどうやったのかは知らんが、17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたので、そこで私はトランクスを殺し17号たちを求め、タイムマシンでこの時代にやってきたと。 なぜこの時代を選んだ。さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせる。なんか、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 
Ja, weil wir jetzt schon voll wenig Chancen gegen irgendwas haben, ne? Wie geht's dein Arm? セルははるかに超えるというのだぞ。この俺にエラそうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。な、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。 いえ、破壊しておきましょう。この次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くか、トランクス。 Alles klar. Super Saiyajin wo sarani koeru. Kanaeta koto mo nakatta. Was? Fragezeichen. Haben die Übersetzer nicht gewusst, was der gesagt hat? Irgendein japanisches Gewerbel. Die Übersetzer hatten einfach keine Ahnung, was er gesagt hat, und haben einfach Fragezeichen. Voll die fröhliche Musik, obwohl die überall. Also ich wollte jetzt sagen Leichen sind, aber hier sind gar keine Leichen, sind ja auch weg und ja, ausgenuckelt. Passt auf seinen Schwanz auf, damit nuckelt er euch aus. Piccolo, Dragon Ball Z, Zitat. Ne, irgendwann wollte ich jetzt nur sagen. Habe ich es auch vergessen. Oder? Er hat mich irgendwie an diese Szene aus One Piece erinnert, wo Sanji sich über sein Kopfgeld hier beschwert hat und irgendwie Zoro gesagt hat, ich finde, nee, wo der sich über sein Foto beschwert hat von seinem Kopfgeld. Und Zoro hat gesagt, ja, ich finde, das sieht doch in Ordnung aus. Und dann kam Sanji einfach so, ich habe keine Ahnung, was du sagst. So. Dann sind da irgendwie so in den Untertiteln so Dreiecke und dann so Fragezeichen, Dreiecke und Kreise und was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Alles klar, gut. Bester Bösewicht hat die Tribüne betreten. Noyo Wakamoto. Zählt erste Form. Spoiler. Wieder mehrere Formen. So, so, ich weiß, ich habe schon mal mit dir geredet, aber ich will jetzt mal gucken. Jetzt kann ich auf einmal mehr. Warum? Also werden die erst nach der Story irgendwie aktiviert, habe ich so ein Gefühl. Weil ich habe schon mal versucht, mit all zu kaufen. Mit Piccolo einmal habe ich versucht, hier zu kaufen. Und haben dann gesagt, nee, du hast das schon alles hier, geh weg. Sie werden erst Better Story freigeschaltet, nehme ich an. Ah, ich habe dich geschossen. Das bedeutet, zu irgendeinem Zeitpunkt hat Trunks mal geschafft, die Cyborg zu erledigen, ne? Also ist in einer Zukunft irgendwie nicht alles genauso abgelaufen wie in seiner. Aber das dürfte eigentlich auch keinen Sinn machen, weil dann wäre ja irgendwie eine Zelle nicht damit irgendwie eingegriffen hätte. Oh, da haben wir ein Rennen, da will ich mal machen. Wenn Cell jetzt also nicht eingegriffen hätte, ne? Erstmal umgemonstert. Dann würden jetzt hier zwei Trunks sein. Und das kann auch nicht gut für die Zeit sein, habe ich so.
Ja, und Dragon Ball Z macht manchmal irgendwie Sachen. Ich sehe, wie, warum? Sag doch, Zeitreisen, die tun alles für komplizieren. Warum muss alles Zeitreisen irgendwie drin haben? Kingdom Hearts hat auch Zeitreisen irgendwann mal eingeführt, als ob die Story von dem Spiel schon komplex genug war und irgendwie schwer zu verstehen. Also, ja, ich bin damals in die Vergangenheit gereist, habe meine Ich aus der Vergangenheit geholt. Boah. Den einen Harry Potter Film, da gab es auch einmal Zeitreisen, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weiß nicht, welcher Film das war, aber da hat er sich irgendwie selber aus der Vergangenheit gewarnt. Aber wie geht denn das schon wieder? Muss ja immer irgendwie anfangen, ne? Und das ist das, was irgendwie ein Paradox erstellt. Und dann sind alle verwirrt. Und der böse Ninja Murasaki, die Red Rim Army nimmt das Oberhaupt von Sunusdorf als Geisel. Hat nicht Son Goku mal den irgendwie angepinkelt, als er sich als Baum verkleidet hat? Damit wollen sie die Bomona dazu bringen, nach den Dragon Balls zu suchen. Son Goku dringt in die Basis der Red Ribbon Armee, den Muskelturm, ein und kämpft dort gegen einen Attentäter nach dem anderen. Einer von ihnen, Ninja Murasaki, versucht Son Goku mit seinen geschätzten Katana Sasanishiki aufzuhalten, das jedoch keine Wirkung zeigt. So, rennen. Einmal, komm. So, wo ist das Ding? Das ist die Story. Ich doch noch fliehen könnte und irgendwie eine bessere Übersicht hätte, ne? So. Ja, gesehen. So. Ah, müsst ihr mich alle sehen. Doch ab. Boom. So, jetzt sehen nämlich nicht mehr. Doch, da kommt noch einer. Da, wo ist denn jetzt da drin? Hallo? Da. Ich habe eine Karre, was geht. Mittel, möchtest du dich an einen Zeitangriff versuchen, diese Strecke ist schwieriger als du denkst? Okay. Einmal mit dem Medaille, dem Medaillen kriegst du ja für auch noch. Ja, warum nicht? 1000 Zenny. Na komm. Na, okay, ich habe da Rampen gesehen. Au. Ah, okay. Ist gut. Alter. Na. Oh. Galen, sag ich, muss mich konzentrieren. Na, oh Gott. Au. Alles kein Problem, Bulma kann das reparieren. Weil wenn ich irgendwie so diese Minispiele spiele, muss ich immer irgendwie an Kingdom Hearts Birth by Sleep denken. Dann habe ich immer diese, oh Gott, da muss ich lang. Ja, super. Ja, super, und jetzt? Ah, oh, das gibt's nicht. Noch mal kann gleich die Sicht wechseln. Ups. Ups, sorry, voll Roadkill mit Pilaf gemacht. Aber ich sehe gar nicht, wo ich hinfahre wegen den Bergen. Warte, ich musste da. Ah, ist auch kacke, ey. Also ja, was soll's, er ist auch voll blöd. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo ich hingefahren bin die meiste Zeit.
Trunks, kannst du Sachen lernen? Ich glaube, ich habe schon mal nachgeguckt. Ne? Ja, er hat irgendwie was mit 40 und 50, genau. Okay. Aber dann machen wir weiter. Warte, jetzt richtig. Waren ja keine Quest, ne? Ich habe gerade schon nachgeguckt, oder? Ja. Warte, wenn ich meine Karre irgendwann hochballern, ne, dann seid ihr alle dran. Okay, Gott sei Dank. Wo ist ein Trunks Schwert die ganze Zeit? Der hat im Flugzeug gelassen, oder? Lass mich raten, das sind ein paar random Gegner, die hat bewachten, oder? Ja, und Trunks haben sich denn das Labor angesehen, die Untergrundeinrichtung auch. Danach haben sie das gesamte Labor vernichtet, damit sie Zellen nicht fertig entwickeln konnten. Oder auch nicht, okay. Geschafft. それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば、やつらの弱点がつかめるかもしれません。ミブルタイン、リーズングマグネート。それで、あのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、 父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。 Noch mehr Erfahrungspunkte. Trunks hat Stufe 40 erreicht. Das Monster ist ein Bio-Cyborg aus der Zukunft namens Cell. Er sagt, er brauchte C17 und C18, um perfekt zu werden und flieht. Dann hat er eine ganze Football-Mannschaft verschweißt. Was wir wahrscheinlich nicht sehen werden, aber okay. クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクターゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。 そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。 町地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。うん、今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。あんで、みんな行ってしまっただか。ご飯ちゃんも。うん。 Was geht? Das ist mein Spiel. Ich muss hier ein bisschen auftauchen. Kamsini-no-jitcha-mo. Hm. Yo-kai-fuku-shita. Tokoro de,
さっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっていうやつか？なや。なぜセルのこと？夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。Ich glaube, in der Serie hat er einfach gewusst, was alles auf dem Planeten passiert ist. Jetzt genau das gleiche wie mit Dings. Namek, ich habe deine Gedanken gelesen. Was? ご飯も修行に連れてってやりてんだが、いいか。冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな。どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦いが終わったら、今度こそご飯ちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さんは働いてもらう。あ、サンキュー。Und weg ist er. Koitz de Chikazkeba, Seruni Kio Satoraler Simpai war nein. Okay, ich wollte schon sagen, warum fliegen alle mit dem Ding? Zurugasko Yatsuda Chikazuitum, Kakurerate was Sanashimaizo. Du ja, dich dann da.例の瞬間移動ってやつか？あ、もうすっかりいいのか？まあ、腹は減ってっけどな。神殺様。や。名前までか。Hey Piccolo God。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で1年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかし、あの部屋で行くと、やめ、tut einfach irgendwie immer so Sachen aus dem Hintern ziehen。せいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それと、あとベジータとトランクスも連れていく。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺し、どんどん力をつけてきている。あ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ごはん行こう。ベジータたちを呼びに行く。Und ein bisschen Erfahrungsmutter. Vegeta-san, tatsch ja, doko de shigyou shiten daro? Zutto mukou kara ki o kanjin na. Itte mi. Na. Ich hab so das Gefühl. Quests. Oder auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Viele Leute beschweren sich, weiß nicht. Bei Dragon Ball Super, ja. Gesagt, boah, schick mich doch nicht dann immer erst hier hin. Dragon Ball Super gab es da zwei, ja, ich mal ein paar Dinge ab. Zwei weibliche Saiyajins, Kale und Khalifa. Und die können einfach so mitten aus dem Nichts irgendwie zu Super Saiyajins und so werden, ohne irgendwie zu trainieren, ohne irgendwie, weiß ich nicht. Und voll viele Leute beschweren sich darüber, halt voll irgendwie aus dem Nichts kam, ohne irgendwie Setup oder irgendwie so was. Und ich denke mir halt immer, Dragon Ball Z macht das dauernd, ey. Also ich mag Dragon Ball super, ne? Und ich finde Dragon Ball Z besser, aber ich mag auch Dragon Ball super. Und die Leute, die Sachen, über die sich Leute beschweren bei Dragon Ball super, geht mir irgendwie auf den Nerven. Dragon Ball Z hat dauernd irgendwie Sachen aus dem Hintern gezogen und mitten aus dem Nichts irgendwie geholt. Also
irgendwie blendet die Nostalgie irgendwie andere Leute, habe ich so ein Gefühl. Aber ja, was weiß ich schon. Hey Trunks, hey Jeets. ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああして、じっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だ、カカロット。失せろ。 そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの1日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別に俺と一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の店員は2人までだ。時間がねえから。 おめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ。オラが子供の頃、あ、俺が子供の頃、修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか入ってらんなかったくれに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。 Gott. Wie sieht's jetzt aus? Nö. Also, was hier kann man mal abholen? Die Dinger. Einfach mal so. Weiß, vielleicht kriegen wir richtig tolles wie ultimative Waffen. Okay. Zell entzieht der Bevölkerung weiterhin ihre Lebensenergie. Son Goku holt sich vollständig, doch statt Zell direkt zu konfrontieren, macht er sich auf den Weg zum Raum von Geist und Zeit, um zu trainieren. Da wie Mr. Popo ihn in Dragon Ball Z Kai Abridged erwähnt, erklärt hatte: Welcome to the Room of Infinite Bullshit. eine geilsten Szenen. So, kann ich noch irgendwas lernen? Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja, ist gut, Vegeta. Vegeta ist gerade echt im Stress, kann es sein. So, ultimative Schere, Stein, Papier. Oh, habe ich noch gar nicht. Ich hab noch gar nicht hochgelevelt hier. Lass mal sehen. Ach, doch, guck mal, wie schwach Son Gohan im Vergleich zu den Rest ist. Falscher Knopf. Okay. Doch mal ein paar Dinger hier. Genki Dama. Super Kamehameha. Schere, Stein, Papier, Schere, Schere, Stein, Papier, Papier. Ein Schlag Angriff. Da kann ich auch noch hochleveln, aber weiß nicht, ich mache ein andermal. Wird bald irgendwann voll einfach hier machen können. Gut, dann gehen wir noch ganz schnell zu Gottes Versteck. Warum ist denn das weiß? Weil Strahl schon immer weiß, der nach oben geschossen ist, ja, ne? Welcome to the Room of Infinite Bullshit. Wie er gesagt hat, Fällt mir gerade ein. Wir können ja noch mal hier hingehen und jetzt so. Jetzt werden wir ja wohl die ganzen Erinnerungsstücke da kaufen können, ne? Jetzt wo wir Son Goku steuern, oder? Können wir noch ein paar sammeln. Ich tue immer weiter hinauszögern, aber egal. Wir haben ja ironischerweise von den Cyborgs noch nicht viel gesehen, ne?
und sehr schnell überschattet von Cell. Das war, als wären sie gar nicht mehr da. Ah, was? Was Ding ist immer, oder? Markierung, die ich gesetzt habe. Na gut, dann gehen wir weiter. Gucken noch, was jetzt hier so Cutscenes kommen. Und danach können wir den Part beenden, würde ich sagen. Dann haben wir schon genug gesehen für heute, oder? Hi. なんだ。修行してんだけど。いいか。ないん。風呂と、トイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を勧める。俺の最終目標は貴様なんだぞ。こんなの敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。 そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り。仲良くしろよ。Okay. Trainieren wir dann direkt mit Trunks und Vegeta.空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない。ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。 Ja, ich spiele Vegeta, okay. Ich hätte gedacht, andersherum. So, mach bloß das Ding kaputt. Ah, festlich, Sohn. Bisher hatte man noch gar nicht gegen Trunks gekämpft, so also würde irgendwie Sinn machen. Boah, lass mich mal. Ah. Ist doch jetzt mal gut. Boah, der hat den schon wieder ignoriert, den Angriff. Ich hasse halt, wenn die abmachen, ey. Ich meine, der macht mir so gut wie keinen Schaden, aber. Jetzt reicht's doch mal. Was? お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人のそして王族の血を引くものなら当たり前だ。俺は Darüber habe ich eigentlich noch nie gedacht, aber stimmt, ne? Alles klar. Boah, S und S. Es ergibt ein S. Oh. テイロジュ75号人間どもの液素を奪いスーパーパワーアップしたアカツキにはお前たちは究極の体を手に入れる。もうすぐもうすぐは Yeah.
Das muss ein wahrer Albtraum sein, in der Dragon Ball Welt zu leben. Entweder der Planet explodiert oder so. Monster tauchen auf, Planeten explodieren. Alles klar, wie geht's jetzt weiter? Also ich weiß, wie es weitergeht, aber wie geht's jetzt mit uns weiter? Oh.精神と時の部屋に入って間もなく1日が経とうとしていた。この資質規模の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。記憶消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。 精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。ん？の。あ、クラップクラップ。 Kannst du Goku zum Töten rauskommen? ね。人造人間対人造人間。進化するセルの恐怖。くそ、タイミングがいいのか悪いのか。 孫悟空はここにいるかな？奴の家にいなかったから、ここに隠れていると思って来てみたんだが。いかんせよ。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。 そこでやろう。やれやれ。懲りない奴らだ。お前たちを来るな。無駄だということは承知しているはずだ。いやいや。いや、nicht unrecht。やつらのどちらかでも破壊できれば。いや、dann kannst du ja nicht mehr perfekt werden。 Na, verdammt, ich dachte, die sagen jetzt direkt. Warum werden die von allen als Cyborg bezeichnet? Für mich sehen sie wie ganz normale Menschen aus. Ja. Wenn du meinst, du bist ihnen nicht gewachsen, dann verschwinde, Herr Piccolo. Ich komme mir so nutzlos vor. So ein Mist, wir können nichts tun, oder? Ne, du auf jeden Fall nicht. Was? Ihr rührt euch gar nicht? Pass mal auf, mir ist zwar egal, was ihr macht, aber wenn ihr was machen wollt, dann legt endlich los. So, das Outfit sieht wenigstens so aus, wie es sein soll. Diese Unterhaltung ist denn los? Alles klar, wir müssen. Ja, ich habe schon gedacht, irgendwo. Nur mal so aus Neugier. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bin Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier uns mit den Cyborgs kloppen und hoffentlich auch gewinnen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch dieser Part gefallen. Und wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.